Hallo MTB News, herzlich willkommen zu Eurobike 2022. Ich bin hier bei Nicola am Stand und habe ein vollkommen neues Mountainbike entdeckt. Ist zwar schon in den News, aber jetzt lassen wir uns mal erklären, was es mit dem Rad so auf sich hat. Bei mir der Vince von Nikolai, er wird ein bisschen was zu dem Rad erzählen. Danke Rico. Hi MTB News, ich wollte euch mal zeigen, was wir hier dabei haben. Wir haben ja das brandneue Nucleon 16. Einige von euch werden den Namen Nucleon schon kennen. Wir sind ja von früher schon dafür bekannt, dass wir Getrieberäder gebaut haben. Wir haben früher eine Rohloff-Narbe zentral im Rad platziert und so dann ein Getriebebike geschaffen, was einen sehr leichten Hinterbau hat, gekapselten Antrieb. Hauptsache weg von einem Schaltwerk, was irgendwie abgerissen werden kann von einem Ast oder Stein. Und wir hatten jetzt die letzten Jahre viele Konzepte in den Schubladen liegen und auch schon viele Prototypen gebaut, um unser eigenes Getriebe wieder nach vorne zu bringen. Haben wirklich viel hin und her überlegt, was machen wir. Wir waren auch schon die letzten zwei Jahre jedes Mal kurz davor, auf der Eurobike was Neues zu launchen und was Neues zu zeigen. Haben dann aber sozusagen auf der Zielgeraden den Cedric kennengelernt von Lal Bikes oder Supre und haben uns mit ihm zusammengesetzt und haben gesagt, wer, wenn nicht wir, ist der erste Hersteller, der das System in seine Räder integrieren kann. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das Nucleon tatsächlich noch von meinem allerersten Eurobike-Besuch. Keine Ahnung, wie lange das her ist, es ist eine ganze Weile. Damals noch, wie du sagst, mit Narbe versteckt im Drehpunkt, Riesenschwinge. Es war ein extremes Rad, wirklich extrem. Hier sieht auch extrem aus, weil wir einfach eine Kette haben, die gefühlt unendlich lang ist. Aber wir haben auch super schmale Rohrformen. Wir haben eigentlich neues Design für Nikolai. Absolut. Ja, wir dürfen einfach nicht stehen bleiben als Nikolai. Wir machen jetzt ein neues Getrieberad und das haben wir zum Anlass genommen, auch ein komplett neues Design uns zu zeigen. Klar, man sieht immer noch gerade Formen, man sieht auch noch Schweißnähte, wobei das hier keine Referenz ist, möchte ich an dieser Stelle erwähnen, da es sich um 3D gedruckte Teile handelt. Also wir stehen hier vor einem absoluten Prototypen. Deshalb sind die Schweißnähte noch nicht so schön, aber dann als Serienrad, ich denke im Dezember diesen Jahres sind wir soweit. Wobei ich da direkt eingrätschen muss. Bitte. Was will man bei Nikolai haben? Schweißnähte. Und richtig. Zwar, ich sag's mal ganz salopp, Schweißnaht-Porno. Weil die Schweißnähte, die Nikolai an ihren Rahmen hat, sind unfassbar schön und unfassbar sexy. Das stimmt natürlich. Also das ist unser Markenzeichen, aber wir mussten das Rad mitbringen. Wir konnten nicht ohne dieses Bike jetzt zur Messe fahren und schlucken jetzt die Kröte der nicht so schönen Schweißnähte, die hier am Messebike sind, aber wir zeigen ja ein komplett neues Konzept. Also wir haben ein High-Pivot-Rad gebaut mit einem eigens angefertigten Schaltwerk, was dann einen Drehpunkt weniger hat, sodass man den nach vorne setzen kann. Wir haben eine Kartusche im Unterrohr versteckt, die für eine konstante Dämpfung des Schaltwerks oder der Umlenkrolle sorgt, sodass der Hinterbau einfach super funktioniert und die Schaltung vor allen Dingen gut funktioniert. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also es sieht auf jeden Fall extrem vielversprechend aus. Es sieht neu aus. Und das Design wirklich mit den schlanken Rohrformen ist wirklich gelungen. Vince, habt ihr noch irgendwas anderes Neues dabei? Klar, eine Sache haben wir noch, das neue Saturn 11, zeige ich euch jetzt nochmal. Ja, mega cool. Nikolai Saturn 11, ein bekanntes Rad in einer ziemlich geilen Lackierung, wurde im Detail verändert. Der Vince, erzähl uns mal, was hier so im Detail verändert wurde. Ja genau, also das Saturn 11 ist ein bekanntes Rad, haben wir jetzt schon einige Jahre im Programm. Wir müssen aber mit der Zeit gehen. Das haben wir nicht nur selber erkannt, das haben wir auch aus einigen Nachrichten im MTB News Forum gelesen, kriegen da immer wieder Feedback und hören da natürlich auch drauf. Deshalb haben wir dem Rad in diesem Jahr einen metrischen Dämpfer verpasst und eine Reifenfreiheit von 2,4 Zoll am Hinterbau, sodass es den aktuellen Standards entspricht. Natürlich immer noch eine progressive Geometrie, die für schnelles Trailfahren geeignet ist.
Ja, das war's mit Nikolai und der Eurobike 2022. Wenn ihr Fragen zu den Rädern habt, dann postet hier in die Kommentare. Wir versuchen das zu beantworten. Ansonsten, man sieht sich auf den Trails. Danke, Vince, und bis bald. Alles Gute.